Hallo und willkommen zurück zu Transport Fever. Ja, ich bin zwar immer noch ein bisschen angeschlagen, aber wir kriegen das heute schon hin, dass ich nochmal ein paar Folgen für euch aufnehme. So, wir haben ja unsere Lebensmittelproduktion, die hier läuft und die läuft ganz gut. Wir schauen uns mal ganz kurz hier an. Wir haben jetzt sogar eigentlich zu viele Lebensmittel hier liegen. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die Route Böhnebüttel, also Produktion Böhnebüttel, diese blaue hier, noch mehr Fahrzeuge schicken. Oder aber, wir gehen mal ganz kurz nach Böhnebüttel rein. Und dann schauen wir uns mal an. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier irgendwas, muss ich ausgeblendet haben, dass hier diese Ortsnamen nicht mehr angezeigt werden. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Weil ich mir eigentlich jetzt ganz gerne angucken wollte, inwieweit wir den Bedarf hier schon decken. Moment, das müsste man aber eigentlich auch hier in den Städten sehen können. So, Linienbenutzung 21% und Einkaufsmöglichkeiten, wir decken 32% ab. Das ist also noch nicht alles, da geht noch mehr. Arbeitsplätze schlecht. Also würde ich erstmal, wartet mal, wir haben jetzt wie viele Fahrzeuge auf der Linie? Das waren glaube ich ein paar, das sind 2, 4, 6. Dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal 2 dazu. Achso, habt ihr das eigentlich noch? Ne, das habt ihr glaube ich, das war glaube ich nicht im Bild. Das war kurz nachdem ich die Aufnahme gestoppt hatte. Da kamen hier ein paar neue Fahrzeuge. Und wir können uns das gleich mal angucken. Baumstämme, Vieh, wir müssen irgendwie Lebensmittel transportieren. Das geht mit dem Wagen. Und was macht der hier? Der kann eigentlich das gleich. Achso, das ist praktisch dann die Weiterentwicklung hier. Das hier ist das, was wir momentan haben. 4 und der kann sogar schon 5 transportieren. Von daher noch cooler. Dann nehmen wir davon gleich mal 2. Und schicken die nach auf diese Linie Produktion Böhnebüttel. So, dann kann das hier weg. Das hier auch. Und dann könnten wir jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben ja hier Prötlin Lokal. Da müssten wir eigentlich, oder da könnten wir jetzt schon mal einen Fahrzeugersatz programmieren. Oder beziehungsweise das haben wir sogar schon. Da müssen wir jetzt aber mal das andere Fahrzeug auswählen, weil wir haben ja jetzt auch schon ein neueres. Der ist ein bisschen schneller, 2 km/h, kann aber auch ein Passagier mehr. Okay, gut, das lohnt sich jetzt nicht unbedingt, aber wenn die am Ende sind, dann kann man die ja auch so gleich mal gegen was Neueres ersetzen lassen. So, und ich hoffe mal, dass wir jetzt deutlich mehr Lebensmittel hier abtransportieren können. Weil das ist natürlich auf der anderen Seite, dadurch, dass wir ja hier diesen Umschlagplatz haben, sind es auch unsere Kosten. Wir müssen ja die Lebensmittel, ich nehme an, dass es so ist, dass wir die Lebensmittel hier kaufen. Praktisch, die dann hier zwischenlagern. Und erst sobald wir die verkauft haben, kriegen wir daraus unseren Gewinn. So würde es auf jeden Fall für mich jetzt mal Sinn machen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so ist. Das müssten wir nochmal rausfinden. So. Wichtig wäre natürlich erstmal hier, dass wir das möglichst auf 100% bringen. Eigentlich müssen wir dafür noch 2 Fahrzeuge kaufen, weil ich glaube, das reicht halt eben nicht. Oder aber wir überlegen uns hier gleich mit einer Bahnlinie zu arbeiten. Wobei es dann natürlich sinnvoll wäre, diesen Zwischenstopp hier komplett rausnehmen können wir ihn nicht, weil wir müssen ja, oder wir bauen die Linie hier um. Ne, ich würde hier oben eigentlich ganz gerne so einen Bahnhof haben. Achso, da kommen wir ja gar nicht rüber. Von hier unten. Das heißt, wir bauen hier drüber. Okay, ich würde jetzt erstmal drüber nachdenken, einen Zug einzusetzen, der von hier nach hier fährt. Die Lebensmittel auslädt. Dann müssen wir nochmal gucken, wo jetzt hier Industriegebiet ist. Das würde hier sogar funktionieren, weil hier noch ein bisschen Gewerbegebiet ist. Ist das sinnvoll? 2 Bahnhöfe müssten wir dann hier bauen. Es würde uns diesen Transportweg, den wir hier haben, der auch relativ lang ist, ein bisschen ersparen. Und wir könnten auf der anderen Seite dann auch nach Prötlin. Prötlin ist ein bisschen blöd anzubinden. Darüber, weil die Gewerbegebiete hier mittendrin sind. Ne, wir lassen das erstmal noch. Wir kaufen mal erstmal nochmal 2 Straßenfahrzeuge.
Weil ich glaube, so viel ist es dann auch nicht. Das ist ein Zug. Gut, wir haben jetzt hier schon 52 zu liegen, ne? Es wird nicht unbedingt weniger durch die Züge, die wir jetzt da eingesetzt haben. Durch die Züge, durch die zusätzlichen Fahrzeuge natürlich. Da würde so ein Zug vielleicht schon Sinn machen, wenn der wirklich dann die Lebensmittel hier einlädt, die nach hier fährt und dann vielleicht sogar noch nach hier. Wobei das hier wirklich doof ist, weil man müsste das Gleis irgendwie überschneiden dann. Man müsste hier irgendwie rüberbauen dann. Aber wir können ja erstmal gucken, ob wir hier überhaupt einen Bahnhof irgendwo noch hinkriegen. Das ist ja schon recht krass gebaut hier. Da müsste man dann wahrscheinlich die Straße hier nochmal ein bisschen verlängern. Straße. Man könnte das natürlich auch beschleunigen, indem man das hier mal asphaltiert, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Indem man hier eine Asphaltstraße. Vielleicht sind die dann schneller. Ist natürlich auch noch möglich. Ich weiß es gerade, ich bin ein bisschen unentschlossen, muss ich ehrlich zugeben. Aber hier so einen Kopfbahnhof hinzubauen, das wäre ja schon cool, ne? Die Frage ist halt eben, ob sich das lohnt. Ob wir genug Nachschub liefern. Ich guck lieber nochmal kurz nach. Wir sind jetzt erst bei 32%. Der hat auch kaum noch was im Lager. Also praktisch ist der Nachschub schon nicht gut. Da müssen wir jetzt mal gucken, warum nicht. Ja, hier liegt auf jeden Fall genug rum. Der ist auch noch nicht bei seiner vollen Auslastung. Das heißt wohl, dass die Züge noch zu langsam sind. Oder zu wenig transportieren. Wir gucken uns... Ja, gut. Die werden wahrscheinlich zu wenig transportieren, weil 12 ist jetzt nicht unbedingt üppig. Wartet mal. Ich glaube, waren da auch neue Züge. Ich guck mal ganz kurz. Die haben wir ja schon, ne? Haben wir die schon? Ja. Konfiguration automatisch, ist es klar. Güterwagen. Kapazität 4. Haben wir 3 da nur hinten dran? Wartet mal kurz. Ja, wir haben nur 3 von neben. Also es würde jetzt natürlich die Möglichkeit bestehen, die Züge abzugraden. Beziehungsweise einfach, wir müssen da einfach mehr dranhängen. Fertig. Wir müssen die Züge einfach mal umbauen. Dass die einfach mehr transportieren können. So, Cargo, dafür rufen wir die Züge mal zurück ins Depot. Alle Fahrzeuge ins Depot. Zack. Und dann hängen wir da einfach nochmal Wagen dran. Ich würde sagen, 2 von jedem. Wo ist denn der andere gerade? Ach, der kommt von da hinten. Wir haben jetzt natürlich dadurch, dass wir... dass sie Fracht drin hatten, beziehungsweise der hier hatte auf jeden Fall Fracht drin. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob der andere schon am Bahnhof war. Das war natürlich ein bisschen doof. So hätte man vorher mal nachgucken sollen. Aber allgemein wäre es eigentlich wirklich cooler, wenn die auch direkt zur Produktionsstätte liefern würden und wir nicht diesen Zwischenstopp mit den LKWs dann noch drin hätten. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Nochmal Züge kaufen und... Was hat man gesagt? 2 von jedem. Das ist ein offener Güterwagen. Achso. Den brauchen wir auch, genau. Kann man die jetzt auch... Weiß gar nicht, ob das geht. Hier würde ich die wahrscheinlich... Ne, dann verkaufe ich das. Ich wollte die jetzt natürlich ganz gerne da hintereinander weg haben. Achso, das geht nicht. Ja, hier könnte ich noch festlegen, was er transportieren soll. Das macht er automatisch. Dafür müsste ich jetzt
die jeweils rausnehmen. Ja, wir wollen es ja dann auch schon ordentlich haben, ne? So, und dann hängen wir die hinten dran. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 5. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich hassen, aber ich hänge da einfach mal noch einen dran. Ach so, jetzt hat. Okay, jetzt habe ich das hier unten dran gehängt. Moment, das ist kein Thema, das kriegen wir hin. Blöd ist jetzt natürlich, dass ich die jetzt nochmal runterdrücken müsste. Okay, wartet mal, wir machen das mal ganz anders. So, wir machen erstmal den hier unten fertig. Da hatten wir jetzt gesagt, 6 von jedem. So, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann ist der schon mal fertig. Kann ich den schon losschicken? Zug 4. Linie. Ist ja die Cargo-Linie, genau. Dann fährt der schon mal wieder raus. Der wird jetzt natürlich ein bisschen langsam unterwegs sein, aber ich hoffe, dass das, war das jetzt eigentlich schon die neue Lok? Hätte ich auch gleich gedacht, das ist schon die neue Lok. Er hat ganz schön zu ziehen, ne? Okay, hoffen wir mal, dass sich das ausgeht. So, jetzt drücken wir die nochmal kurz runter und hängen da nochmal 3 an. Warum hängt er die jetzt da unten dran? Mensch. Und wir haben schon wieder kein Geld mehr. So. Einer fehlt noch. Schick, schick. Jetzt noch 3 von dem. Und dann haben wir es auch endlich geschafft. Cargo. Warten auf Freiwege. Gut, das ist jetzt klar, weil der andere da noch im Bahnhof, beziehungsweise noch nicht angekommen ist im Bahnhof. Da kommt da. Und wir gucken mal auf die Geschwindigkeit. 45 km/h Maximalgeschwindigkeit, okay. Und wir decken jetzt schon 49% ab in Bönebüttel. So, jetzt müssten wir deutlich mehr transportieren können, auf jeden Fall. Aber der Zug wird wahrscheinlich auch deutlich langsamer werden. Gerade was das Anfahren angeht, aber ich hoffe mal, dass wir bald neue Züge kriegen. Kammer, da kannst du ja wirklich. Und wir haben schon, wir spielen ja jetzt auf voller Geschwindigkeit hier. Von daher, wenn wir jetzt normal spielen würden, da könnten wir wirklich, da würdest du wahrscheinlich denken, dass YouTube gerade ja abgeschmiert ist, weil du keine Bewegung im Bild siehst. So, gut, der müsste jetzt gleich losfahren, sobald der hier durch ist. Man könnte jetzt natürlich noch eine Begegnungsstätte, würde das funktionieren? Ich glaube ja, wenn wir noch eine Begegnungsstätte bauen und einen dritten Zug auf die Strecke schicken, würde das funktionieren. Das Gute ist ja, wir machen Plus. Okay, gut, jetzt gerade nicht, weil wir die neuen Züge gekauft haben, aber vorher hatten wir da Plus drin. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil wir ja die Güter hier wirklich fast von der anderen Seite der Karte rankarren, um die dann umzuwandeln. Aber offensichtlich bringt das doch ganz schön was. So. Oh, jetzt den Berg hoch. Da ging es jetzt ein bisschen schwerer. Jetzt geht es wieder einigermaßen. Es ist halt eben doch recht hügelig, obwohl wir hier eigentlich auf flach gestellt haben. Und jetzt müsste es gleich für den anderen losgehen. Jupp. So. Also, wir haben jetzt 2 Züge auf der Strecke. Jetzt müsste das hoffentlich mal weniger werden. Obwohl, es wird wird es wahrscheinlich gar nicht weniger. Weil der hat ja noch Reserven nach oben, ne? Der könnte ja. Obwohl, jetzt ist er schon. Ja. Bei 72. Das ist schon dann ganz schön. Und jetzt müssen wir halt eben die ganze Sache hier noch beobachten, wie das hier jetzt so läuft. Hier. Ob das mit dem Umladen noch so klappt. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher, ob das hier so effektiv ist. Ich
spiele wirklich noch mit dem Gedanken, hier über den Berg zu fahren und dann hier hinten noch einen Bahnhof zu setzen. Aber ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert. Aber es müsste eigentlich funktionieren, wenn wir das Ding hier wegnehmen und dafür da einen Bahnhof setzen. Und dann einfach einen zweigleisigen Bahnhof. Auf dem einen Gleis kommen halt eben die Züge von hier unten an. Und auf dem anderen Gleis wird dann hier nach da gefahren oder nach Preutlin. Da kann ja der Zug dann immer hin und her fahren. So, den machen wir hier mal weg. Und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Wo bleibt er? Da kommt er. Fährt gerade an Preutlin vorbei. So, ich mach mal kurz die Landnutzung hier wieder aus. Auch hier steht wieder ein Lokführer drauf. Ich darf ja nichts dazu sagen, wie ich das finde, aber der Daumen könnte leicht nach oben gehen. Oder auch ein bisschen döller nach oben, dass da ein Lokführer drauf steht. Das sind so Sachen, so eine kleinen Details, die mich sehr, ja, piep, freuen. Das hat mich ja an Train Fever schon so fasziniert, eigentlich diese Details. Auch die Wagen, wenn man sich die anguckt, die sind da wirklich sehr detailreich gemacht. So, in die Bahnhöfe müssen die Züge eigentlich noch reinpassen. So lang sind die jetzt auch wieder nicht. Ja, das passt. Okay, so, jetzt wird hier umgeladen. Jetzt ist die Frage natürlich, ob die unsere Pferdewagen das so schnell wegkriegen. Der Zug ist hoffentlich jetzt leer, ja. Der Zug ist leer, das klappt. Und hier liegt jetzt natürlich ein Haufen Kram rum. Aber die Strecke ist eigentlich auch nicht so lang. Gut, wir haben auch nicht so viele Fahrzeuge drauf. Ist jetzt die Frage, ob das halt eben wirklich fast null ist, bevor der andere hier ankommt. Wo wir gerade bei dem anderen sind. Wo ist der gerade? Der kämpft sich gerade den Berg hoch. Und wir werden auch noch einen anderen Ort mal anbinden hier, an unser Passagiernetz. Wenn da mal ein Ortsname... Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, dass die Ortsnamen nicht mehr dastehen. Liste der Industrie, Liste der Stadt. Ich muss ja irgendwas... Straßenfahrzeug 7 hat die Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden. Ach Gott, das sind ja unsere Fuhrwagen, okay. Ist aber auch nicht weiter schlimm, da kümmern wir uns gleich noch drum. So, und wir haben schon wieder einen Haufen Geld gemacht. Da können wir erstmal wieder was zurückzahlen. So. Da habe ich den Haken rausgenommen. Okay. Nee, also ich würde Buko hier noch anbinden wollen. Da können wir uns nochmal die Landnutzung kurz angucken. Jo, da würde sich ja hier ein... Könnte man ja fast einen Kopfbahnhof machen. Neuburger wird... Neuburger wird nachher ein bisschen schwieriger werden. Glaube ich, durch den Berg durch. Oder wir fahren um den Berg herum, müssen wir mal gucken. Oder einen fetten Tunnel dadurch. So, okay, gut. Landnutzung wieder aus. Zack. Und wir wollten ja hier gucken jetzt... Wo ist denn der andere Zug? Wo ist er denn? Haben sie sich schon begegnet? Jep, hier ist gerade die... Okay, der kommt also und wir haben noch sehr viel Getreide. Die transportieren gerade erstmal nur das Vieh ab, so wie das aussieht. Da liegen schon so viele Lebensmittel rum. Die sind doch verdorben. Mensch, die sind doch verdorben, bevor sie ausgeliefert werden. Auch nicht schlecht, dass man da die Kisten hinten drauf sieht. Ist natürlich die Frage, wie das bei den beim Vieh aussieht, ob sie da so eine Kuh dann hinten drauf stehen haben. Ja, kann es aber auf jeden Fall knicken. Wir werden das nicht wegkriegen, bevor der andere Zug hier ankommt. Das wird sich jetzt hier drinne stapeln. Also müssen wir vielleicht doch drüber nachdenken, hier mal zu versuchen, ein Gleis über den Berg zu bauen und dann hier mit dem Bahnhof zu enden. Das werden wir gleich mal in Angriff nehmen. Ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber eigentlich müssten wir hier über den Berg rüberkommen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, deutlich zu viel.
Jetzt ist nur die Frage, wie man damit jetzt umgeht, weil wir haben ja, wir müssen ja das Teil hier wegreißen. Okay, das wäre ja gar nicht so schlimm. Wir müssten jetzt praktisch dann mal die Linie Bahnhof Produktion. Die hier ist das. Bahnhof Produktion, genau. Da mal alle Fahrzeuge ins Depot schicken.